Willkommen zurück zu Let's Play Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Und wir werden jetzt mal, wenn uns die Vision lässt. Oh nein, es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Ja, was hat es mit diesen mysteriösen Visionen auf sich? Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Ja, das haben wir schon in der letzten Folge gesehen, diese Vision. Jetzt rennen wir erst mit Reverend Blake. Ich will ihn nicht mitten in seiner Predigt unterbrechen. Das wäre unhöflich. Ja, eindeutig wäre das unhöflich. Also dann müssen wir wieder rausgehen, wenn es so warm ist, fertig ist. Dann müssen wir wohl doch erstmal hier rüber. Oh, eine Ratte. Ratten, ich mag Ratten nicht. Ich mag Mäuse, aber Ratten sind nicht so mein Ding. Okay. Hier haben wir einen Kanaldeckel. Guten Tag. Mal sehen. Unmöglich. Nicht, dass er extrem schwer wäre, aber ich komme da nirgendwo mit den Fingern rein. Unschön. Och, ein Brett und Nägel. Ja, mal nicht schlecht. Wir haben jetzt ein Poster, wir haben ein Brett mit einer Nachricht. Ein Holzbrett mit einer handgeschriebenen Nachricht. Aus Gründen der öffentlichen Hygiene geschlossen. Angesichts der Handschrift und des Schreibfehlers war der Verfasser dieser Nachricht ohne Zweifel eins dieser Tiere in Uniform. Und schön, das Poster. Morgen kommt schon heute. Das klingt irgendwie seltsam vertraut. Auch das Bild. Vielleicht eine Erinnerung, die mit meinem früheren Leben in Verbindung steht. Oder vielleicht ist es nur eine fehlerhafte Erinnerung, die von der großen Welle ausgelöst wurde. Oh, jetzt hätten wir es. Tomorrow Comes Today, der zweite Titel des Spiels. Der ja quasi, wo ich mir eh schon, was soll das heißen? Ja, jetzt hätten wir es. Hier, die Sicherheitszahl und Klinik. Gucken wir doch mal. Man kann die toten Fische aus mehreren Metern Entfernung riechen. Ich habe keinerlei Absicht, diese vergammelten Fische mit meinen bloßen Händen anzufassen. Geschweige denn, sie in meine Taschen zu packen. Okay. Southside Park. Was sagt man dazu? Das muss der Suicide Park sein, von dem ich so viel gehört habe. Das Wortspiel ist so geistreich wie makaber. Ja, wie kommen wir da rein? Der Park ist geschlossen. Und das vordere Tor ist verschlossen. Wenn ich dort hinein will, dann wohl nicht durch das Tor. Tja. Deinem Umfang nach zu schließen, muss dieser Riese hunderte von Jahren gewachsen sein, bevor jemand auf die großartige Idee kam, ihn zu fällen. Jetzt bewacht der Stumpf den Eingang zum Park. Tja, wie kommen wir denn jetzt wohl da rein? Also hier anscheinend nicht. Gehen wir nochmal hier zur Klinik. Ein idyllischer Brunnen mit Efeu und Moos bedeckt. Der verlassene Park verleiht ihm von dieser Seite des Zorns aus etwas Rätselhaftes. Zu besseren Zeiten muss dies das Heim eines Schwarms von Goldfischen gewesen sein, die jetzt darin verfaulen. Vergammelte Fische, Steinbrunnen, Metalltor. Jemand hat sich die Mühe gemacht, das Eingangstor des Parks zuzuschweißen. Ich fürchte, das Tor ist verschlossen. Für immer. Okay, also da komme ich auf gar keinen Fall rein. Hier wird die Klinik und den Sicherheitszaun. So, der Kanaldeckel. Kann ich da vielleicht zum Beispiel mit den rostigen Nägeln irgendwie daran? Ich verschwende meine Zeit besser nicht mit dem Versuch, hier irgendetwas festzunageln. Okay, also das ist es nicht. Das Brett vielleicht? Das bringt leider nichts. Nee, will er auch nicht. Okay. Plakette, Steinbrunnen, Metalltor, dichter Bewuchs? Diese Mauer aus Pflanzen reicht von einem Ende der Anlage zum anderen. Sie ist so dicht, dass man kaum hindurchschauen kann. Wer zur Hölle würde diese Anlagen bauen wollen, ohne das Gelände vorher zu roten? Tja, also hier... Der Park ist geschlossen. Und das vordere, wenn nicht dort... Nee, da werden wir nicht reinkommen. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Ja, wie kriegen wir... Was haben wir jetzt noch zu tun? Irgendwie müssen wir dem Kerl helfen, sein Tor aufzumachen. Und dem Reverend zu helfen, wäre vielleicht auch, mit dem Reverend zu reden, wäre vielleicht auch eine gute Idee. Hier kommen wir nicht weiter, die Ampel hilft uns auch nicht. Hauptstraße, okay. Können wir dem Mann hier vielleicht ein paar Nägel anbieten? Ich behalte das mal lieber. Ja, das bringt nichts. Das Brett wird ihm auch nicht helfen. Mit einem Rechtschreibfehler. Warum sollte das jemand wollen? Könnte es vielleicht verbrennen? Das scheint mir keine gute Idee zu sein. Nee. Gehen wir nochmal in die Kirche rein. Ich habe keine Ahnung, was sollen wir jetzt machen?
Grün an der Kirche. Gehen wir halt nochmal in die Kirche. Irgendwie müssen wir hier nochmal was machen, ne? Tja, sollen wir ihn jetzt mal... Ich werde ihn nicht mitten in seiner Predigt unterbrechen. Das wäre unhöflich. Tja, umschützt Säule, Skulptur. Die Ruinen des Tempels, der Löwe über den Flammen. Noch haben wir Zeit. Mal sehen, wenn ich ein Ende der Planke unter das Podest der Statue schiebe, liegt das Brett direkt auf dem Fuß der gestürzten Säule auf. Ja, dann können wir hier aber schön die Skulptur umwerfen. Der Löwe über den Flammen. Noch haben wir Zeit. Wir warten, o Herr. Haben wir es getan. Erleuchte uns. Sende uns ein Zeichen mit deinem gerechten und rächenden Arm. Ist all dies unsere Schuld? So, da hast du dein Zeichen, Kollege. Höret! Es ist der feurige Atem Gottes. Der Herr hat uns sein Zeichen gesandt. Und ich hatte recht. Es ist alles unsere Schuld. Wir haben es getan und so seinen Zorn erweckt. Aber was zur Hölle geht dir vor? Seht, das ist das Zeichen. Vergib uns, o Herr. Vergib uns. Bereut all ihr Sünder! Es ist das atmosphärische Phänomen, von dem ich schon so viel gehört habe. Das höllische Geräusch, das aus dem Riss im Himmel kommt, es macht mir Angst. Das ist das Zeichen! Wir haben es getan! Vergib uns, o Herr! Vergib uns! Meine Kinder! Gott hat mit seiner finstersten Stimme zu uns gesprochen. Habt ihr ihn nicht gehört? Aber noch ist Zeit. Nicht alles ist verloren. Wir haben noch Zeit. Die Erlösung ruht an dem Ort, an dem alles begann. In den Ruinen. An der Quelle. Wir müssen zu den Ruinen der Kirche zurückkehren. Wir müssen zurückkehren. Wir müssen. Wow. Nicht schlecht, ne? Okay, zurück zu den Ruinen der Kirche. Ja, wir sind doch in den Ruinen der Kirche. Oder habe ich das falsch? Irgendwie. Moment mal kurz. Ja, jetzt ist unter dem Tisch was umgefallen. Ja, jetzt ist der Reverend weg, oder wie? Ach, jetzt kann ich mit ihm reden. Ah, jetzt hat er mal langsam aufgehört zu reden. Das ist ja ganz praktisch. Hallo, ich habe deine Predigt gehört und... Ja, Gott hat uns sein Zeichen gesandt. Er hat endlich zu uns allen gesprochen. Mit seiner donnernden Stimme hat er das Unbekannte enthüllt. Wir haben es getan. Es ist alles unsere Schuld. Wir haben es getan. Aber noch ist Zeit und nicht alles ist verloren. Noch bleibt Zeit, es zu verhindern. Der Kopf des Löwen über den Flammen, der den Schlüssel zu allem in sich trägt. Okay, was genau haben wir denn getan? Was genau haben wir denn getan? Zeit ist der Wille Gottes. Sie ist sein Herz und sein Hammer. Die Jahrhunderte und Äonen gehören nur ihm allein. Das himmlische Reich ist eine göttliche Uhr. Die Zeit kreist um Gott. Ihre Zeiger sind seine Engel und Erzengel. Ich sehe es nun ganz klar. Wie konnten wir so dumm sein? Unsere Arroganz hat ihn erzürnt. Das haben wir getan. Dieser Mann ist eindeutig verrückt. Nichts, was er sagt, macht Sinn. Ich bitte dich, lass meinen Bruder in Frieden. Er ist tief verstört. Okay. Was für ein Zeichen meinst du? Die dunklen Engel Gottes erheben ihre Stimmen in wirrem Chor durch die offene Wunde, die das Königreich des Himmels ausblutet. Hast du das nicht gehört?
Sie sprachen mit einer Stimme wie Donner. Gott ist erzürnt. Dies ist sein Zeichen. Ich glaube, in seinem Delirium hält der Mann das seltsame Geräusch, das aus dem Riss am Himmel kommt, für ein Zeichen Gottes. Er hat ganz eindeutig den Verstand verloren. Bitte sei so freundlich und lass uns in Frieden. Kannst du nicht sehen, dass mein Bruder sehr erregt ist? Ich sehe das schon, aber... Ja, was sollen wir jetzt machen? Was haben wir... Entschuldige, ich verstehe kein Wort. Blablabla. Sag mir, was ist denn so schlimm, dass wir es verhindern müssen? Den Zorn Gottes! Die Vernichtung der Menschheit! Es bleibt noch Zeit. Wir haben es getan, aber es bleibt uns noch Zeit. Der Schlüssel liegt in den Ruinen des Tempels. Wir müssen die Ruinen des Tempels finden. Suche nach dem Haupt des Löwen über den Flammen. Bring mir das Haupt des Löwen über den Flammen, solange uns noch Zeit bleibt. Aber diese Kirche ist doch schon eine Ruine. Die meisten Wände sind eingebrochen. Du befindest dich bereits in den Ruinen deines Tempels. Nein, du irrst dich. Bring mir das Haupt des Löwen über den Flammen. Das reicht jetzt. Hör auf, meinen Bruder zu quälen. Er ist erschöpft. Das Haupt des Löwen über den Flammen? Das klingt absurd. Es macht keinen Sinn. Ja gut, und jetzt? Ich nehme an, du meinst das atmosphärische Phänomen am Himmel, das von der großen Welle ausgelöst wurde. Nein, nein! Es ist der Gestank solch menschlicher Arroganz, der die Zahnräder der Höllenpforte in Bewegung gesetzt hat. Und nun öffnet sie sich wie eine eiternde Wunde, um uns zu verschlingen. Wie kann es sein, dass du es nicht gehört hast? Dies ist sein Zeichen! Na gut, Entschuldige, aber ich glaube nicht, dass das ein göttliches Zeichen ist. Wir haben die heilige Haut dessen zerteilt, mit dem Gott uns umhüllt hat. Wir haben ihn verraten. Wir haben ihn mit unserer unendlichen Arroganz angegriffen. Und nun könnt ihr das Zeichen sehen, das in den Himmel geätzt ist. Durch diese Wunde hat Luzifer unseren Namen aus der Höhe herabgerufen. Satan hat jeden Einzelnen von uns beim Namen gerufen. Kannst du es nicht hören? Dies ist sein Zeichen. Wir haben was getan? Entschuldige, aber ich verstehe kein Wort von dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben seinen Namen beschmutzt. Wir wussten nicht, dass jede Sekunde ein Blutstropfen Christi ist. Und dass nur er über das Intervall herrscht, über das unendliche Rätsel des Fragments. Nur er kann über die Zeit mit seiner strahlenden Allmächtigkeit herrschen. Und wir waren unfähig, dies zu erkennen. Und nun ist er erzürnt. Und wir sind die Schuldigen. Das haben wir getan. Na gut, ich glaube aber... Ich denke, es ist das Beste, wenn ich euch in Frieden lasse. Ja, lass meinen Bruder in Frieden. Es bleibt noch Zeit. Bring mir das Haupt des Löwen über den Flammen. Okay, was machen wir jetzt? Irgendwie sind wir nicht weitergekommen. Das ist jetzt blöd. Wir haben nichts Neues. Wir haben hier das Poster und so, aber das hilft uns irgendwie nicht. Ho, ho, ho. Dem alten Mann können wir auch nicht helfen. Die Stadtbewohner vielleicht nochmal. Kann ich euch ein paar Fragen stellen? Sicher. Aber kannst du nicht... Ja, ich glaube, wir haben uns... Was geht in dieser Kirche vor? Sind alle vollkommen wahnsinnig geworden? Meinst du den Reverend und seine Schäfchen? Kümmere dich nicht so sehr um die. Reverend Blake ist ein guter Mann. Er hat nach der großen Welle vielen Leuten geholfen. Aber er hat mit der Zeit seinen Verstand verloren.
Du siehst ja, was jetzt von ihm übrig ist. Naja, ich bin ein- oder zweimal hingegangen, um ihm beim Predigen zuzuhören. Die Tage sind lang, man muss ja was finden, um sich zu beschäftigen. Ich versuche ungefähr um diese Tageszeit hinzugehen. Dann sind dort weniger Leute, so kurz vor der Ausgangssperre. Der Reverend scheint besessen von dem seltsamen atmosphärischen Phänomen am Himmel zu sein. Und von religiösen Themen wie Schuld und Sühne. Auch wenn ich denke, dass er dabei größtenteils von sich selbst redet. Aber das Überraschendste an der Sache ist, dass er hunderte von Anhängern hat. Und ihm laufen ständig neue zu. Sie kommen von überall in der Stadt. Und sie lassen ihn sogar hin und wieder in das Flüchtlingslager, um dort zu predigen. Die Menschen lieben ihn. Warum überrascht dich das? Wir sind unser ganzes Leben lang geistig gesunden Anführern gefolgt. Und schau nur, wohin uns das geführt hat. Vielleicht ist es an der Zeit, den Verrückten zu folgen. Das war das Vernünftigste, was du den ganzen Tag über gesagt hast. Tja. Atmosphärisches Phänomen? Meinst du den Riss im Himmel? Im Lager weiß niemand, was das ist. Auf dieser Seite des Zauns ist die Obrigkeit auf einen eigenen wissenschaftlichen Begriff gekommen. Atypische, kontrollierte Turbulenz in der oberen Ionosphäre. Obwohl ich ja glaube, dass das nur eine umständliche Art ist, uns zu sagen, dass sie keine Ahnung haben, was zur Hölle den Himmel nach der großen Welle zerteilt hat. Ich bekomme jedes Mal eine Gänsehaut, wenn dieses Ding da oben dieses Geräusch macht. Wie eine rostige Maschine klingt das. Ich wünschte, diese verwirbelten kleinen Wolken da oben wären unsere größte Sorge, meine Liebe. Ach, halt die Klappe. Tja. Danke für das Gespräch. Danke für deine Gesellschaft, mein Freund. Hat uns jetzt nicht so sehr geholfen. Was haben wir jetzt hier? Nägel, Poster hier, alter Mann, bitte ein Poster. Ich bin mir sicher, dass sich auf dem Poster wichtige Informationen über meine Vergangenheit verbergen. Obwohl es auch sein könnte, dass mir meine fehlerhafte Erinnerung einen Streich spielt. Tja, was machen wir denn jetzt? Ich könnte hier mal U-Bahn-Schild vielleicht... Mal sehen. Ich kann versuchen, es abzureißen. Ich fürchte mir... Vielleicht irgendwie mit den Nägeln oder so? Nicht, dass es besonders fest an der Wand angebracht wäre. Aber ich werde etwas Stabileres brauchen, um das Schild herunterzuholen. Unschön. Aber hier ist jetzt... Wir können hier nochmal wieder hier zwar in Baumstumpf gehen. Vielleicht habe ich was übersehen. Extreme Sicherheitsmaßnahmen für so ein kleines Gebäude. Könnte das die Klinik sein, über die die Leute geredet haben? Wahrscheinlich. Und hier hat man sich halt schützt die Anlage auf allen vier Seiten. Er ist so undurchdringlich und bedrohlich wie der um das Flüchtlingslager. Es scheint so, als wären Stacheldrahtbarrieren ein Trend in dieser neuen Welt. Naja, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Dead Synchronicity. Tomorrow comes today. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.